Wir sind beim Sommer Open Air in Stammersdorf. Das hast du inszeniert, gell? Ja. Zu dir braucht man, glaube ich, in Floridsdorf nicht wirklich viel sagen. Es gibt wohl kaum was in Floridsdorf, was du noch nicht gespielt hast. Ne? Das ist richtig. Verschiedene Open Airs, genauso wie Feste aller Arten, Grillfeste, Firmenfeiern, Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern, alles Mögliche. Ja. Wie bist du zur Musik gekommen? Familienbedingt. Ich wurde hineingeboren in die Familie, also mit der Musik, und somit bin ich dazu gekommen und lebe sehr gut damit. Vom Gilbert wissen wir, dass er sehr zeitig begonnen hat. Und der gute Bär hat ja auch sehr zeitig begonnen. Also das heißt, der hat auch sehr zeitig begonnen, ja, aber der ist leider noch nicht da. Nein, den werden wir sicher noch erwischen. Sicherlich. Wann hast du angefangen? Wie gesagt, es wurde mir in die Wiege gelegt, also auch sehr, sehr zeitig. Ja. Du bist ziemlich vielseitig, also du singst ziemlich viel. Durch. Ja, ich singe wirklich, also angefangen vom Oldie bis in die Jetztzeit, sehr viele Lieder von meinem lieben Freund, vom Gilbert. Ja, bunt gemischtes Programm, auch heute wieder zu hören. Sehr gut. Gut, dann kommen wir gleich zum Gilbert. Servus. Ich habe mir ein bisschen schlau gemacht. Okay. Also, dass du nicht aus Wien kommst, das haben, glaube ich, jetzt schon alle mitgekriegt. Ja, war ja. Nein, ich bin, glaube ich, wenn man die mich noch nicht kennen, die hören es dann spätestens, dann war ich ein echter Tiroler. Ja, und freue mich immer wieder, mal in der Ecke da zu sein, speziell jetzt da, das ist eine ganz gemütliche Geschichte. Ich bin da, glaube ich, mal vor 30 Jahren, kann ich mich ganz leise noch erinnern, war ich da mal auf einem Heurigen. Ich weiß nicht, dass es ein Höllenabsturz war, aber brutaler guter Wein, also an das kann ich mich erinnern, dann sind schon nichts mehr. Ja. Du hast eine lange Zeit passieren müssen, gell? Du warst krank, habe ich gehört. Ja, das war ein bisschen eine blöde Geschichte. Heuer das erste Mal wieder, wo ich, ja, seit fast knapp 2 Jahren richtig wieder mit 100% arbeiten kann. Ich habe Borreliose gehabt, also ein Zeckenbiss, der mich ja, ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Also war unglaublich, erstens einmal eine schmerzhafte Geschichte. Und vor allem auch, das war vor allem also ein alter Zeckenbiss, also sprich, eine Geschichte, die noch viel intensiver ist, wie wenn sie eben frisch ist. Die Ärzte haben das ja nicht wirklich unter Kontrolle gekriegt, also mit Antibiotika, mit Cortison und so weiter behandelt worden über Monate, aber nicht wirklich eine Wirkung erzielt. Und am Ende des Tages hat man dann Gott sei Dank über sämtliche Umwege über eine Alternativärztin in Liechtenstein in der Schweiz, die hat relativ rasch dann ich gewusst, was Sache ist, und habe mich bis zum heutigen Tag jetzt da wieder super hergestellt, also sprich mit Naturmitteln, und ja, ich bin natürlich heilfroh und vor allem mal wieder fast schmerzfrei. Das ist auch ganz wichtig, gell? Du hast genauso wie der Frankie CD herausgebracht, hast das auch mitgebracht, was sagt die aus? Ja, mein neuestes Album, Ein Stück vom Himmel, also allein das sagt dir schon alles, gell. Das ist übrigens mein 12. Album jetzt. Ja. Für diejenigen, die es auch noch nicht wissen, ich schreibe natürlich meine Songs mehr oder weniger alle selber, komponieren und texten. Vor allem die Texte sind mir sehr wichtig. Ich habe ja immer wieder eine Message zu bringen an die Menschen da draußen, die eben nicht nur abfeiern wollen und nach einem Rhythmus gehen, sondern die auch hergehen und ein bisschen zwischen die Zeilen reinhochen und sagen, pass auf, cool, das, was der da erzählt, das ist aus dem Leben, das ist mir einmal so gegangen. Und das tut mir gut, das stellt mich auf, das ist positiv. Und dieses Album ist, um das mit einem Satz zu sagen, da brauche ich mehr wie eins aus. Also einmal zu sagen, das ist sicher mein bestes Album, also mit Abstand das Beste, das sagt man bei jedem. Aber nein, das ist wirklich, also jetzt, ich habe schon von so vielen gehört, das ist noch nicht lange am Markt, das ist ein super toll gelungenes Album. Es geht irgendwo, es ist ein Mix zwischen, ja, auf der einen Seite Melancholie und auf der anderen Seite voller Lebensfreude und voller
Power und Energie. Also das spricht auch wieder, weil ich wieder gesund bin und links. Und es ist irgendwie so ein kleines bisschen also ein Loslassalbum. Ich wollte treu sein, ich bin stark. Letztendlich ging's mal wieder schief. Und heute sitze ich da allein. Schreibe die einen Abschiedsbrief. Wollte mich ändern, doch hab's nie wirklich geschafft. Wenn man hört ja oft, wenn man schwere Krankheiten im Leben gehabt hat, dann kommt man ja in Situationen, wo man, wenn man das überwunden hat, dass man sich irgendwie, ja, dass du dich veränderst, dass du einfach ein anderer wärst. Und genauso ist es mir irgendwo gegangen. Ich habe das letzte Jahr, wie es dann wieder schön langsam in die richtige Richtung gegangen ist, habe ich gemerkt, hups, da oben, da hat irgendwas hat da einen Schalter um. Ja, natürlich bist du das selber, die ganze Geschichte drumherum. Und das Album ist im Prinzip eigentlich jetzt ja, aber das so eine Geschichte um dieses alles, was mir vor allem aber während und nach dieser Krankheit dann passiert ist und was ich da eigentlich auch emotional umgesetzt und vor allem auch losgelassen habe. Und ich erzähle jetzt einfach gar nicht mehr, sonst braucht es, das kauft ja nicht mehr die CD. Aber ich mag gerade doch, ja. Frankie, du hast jetzt auch eine CD herausgebracht. Ja. Was? Una Notte von te. Sag auch alles. Du bist jetzt ein bisschen in die italienische Richtung abgerutscht? Der Text selber ist auf Deutsch. Nur der eine Satz, Una Notte con te. So viel wie eine Nacht mit dir, aber Robert, du weißt, also. Ich spreche da eher die Damenwelt an. Na, also ein wirklich toller Song auf. Una notte con te, eine Nacht mit dir, das muss der Himmel sein. Nirgendwo träumt man heißer als in Napoli. Una notte con te, eine Nacht mit dir, das muss. Disco Fox Basis, ja, was halt zur Zeit jetzt ein hineinpasst in die Schlagerszene, Schlagerwelt und zu kaufen natürlich. Sehr gute Mischung, alles passt, alles in Ordnung. Super. Na dann freuen wir uns schon auf das heutige Konzert und wir werden schauen, dass wir einen guten Piano erwischen, aber den werden wir sicher auch noch vor das Mikrofon kriegen. Gut, dann sage ich Dankeschön dabei.